Wusstest du, die Fixies sind klitzekleine Wesen. Sogar mit einer Lupe sind sie fast nicht zu sehen. Es ist fast nicht zu glauben, sie sind so winzig klein. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Jedoch, wer diese Fixies sind, das ist ganz streng geheim. Der Kühlschrank. Das war's. Hausaufgaben. Alle erledigt. Dick, du bist dran. Bleib ganz ruhig. Du steckst echt fest. Simba, ich komm doch wieder los, oder? Na klar. Aber ich befürchte, Nolik, dass das eine Weile dauern wird. Don Thomas, hilf mir. Was ist denn los? Guck, dieses weiße Zeug hat sich Nolik geschnappt und lässt ihn nicht mehr los. Oh, das ist Kaugummi. Es war mein Kaugummi. Oh, vielen Dank, Don Thomas. Wie ist jetzt eigentlich der Plan, mich hier abzukriegen? Ich weiß schon wie. Wir müssen es einfrieren. Ich habe mich auch mal auf Kaugummi gesetzt und Mama hat meine Hose ins Kühlfach getan. Der Kaugummi ist gefroren und fiel ab. Ich will nicht ins Kühlfach. Keine Sorge, Nolik. Ich bleibe die ganze Zeit bei dir. Halte durch. Es wird nicht lange dauern. Warum soll ich durchhalten? Das Kaugummi hält mich ja schon fest. Simka, wieso ist es im Kühlfach so kalt, wenn es draußen so warm ist? Ich erklär's dir. Ein Kühlschrank hat eine Pumpe, die eine spezielle Flüssigkeit durch eine lange Röhre presst. Ein Teil dieser Röhre befindet sich im Kühlschrank. Dort wird die Flüssigkeit in Gas verwandelt. Dafür absorbiert sie die Hitze von allem Inneren und das macht den Kühlschrank kalt. Die Pumpe saugt dann das Gas an und befördert die heiße Flüssigkeit in die Röhren am hinteren Teil des Kühlschranks. So kann all die Hitze, die im Inneren gespeichert wurde, nach draußen in die Luft entweichen. Ich wäre gern dort, wo es warm ist. Halt durch! Ich hole uns ein paar warme Sachen. Ich will nicht durchhalten. Ich will mit dir gehen. Sei jetzt tapfer. Ich warte. Tom Thomas, mach jetzt auf! Marcia, haben wir irgendwo was Warmes zum Anziehen? Wieso brauchst du warme Kleidung? Ach, nur so. Also, ich möchte wissen, was hier los ist. Hurra! Tom Thomas, Simka, mach die Tür jetzt auf! Sieht so aus, als ob ich hier bald erfrieren muss. Ein Fixie ist ständig von allen möglichen Gefahren umgeben. Auch in einem dunklen Kühlfach kann sich ein Fixie verlaufen und erfrieren. Wenn er nicht aufpasst, dann kann er in einer Waschmaschine oder in einem Geschirrspüler ertrinken. Ein leichtsinniger Fixie läuft stets Gefahr, einen elektrischen Schock zu bekommen. Oder angenommen, es entsteht ein Feuer durch einen Kurzschluss in irgendeinem Gerät. In solch einem Fall muss man weglaufen, wenn man überleben will. Und wie steht es um Menschen? Naja, denen sind wir Fixies ziemlich egal. Also können sie aus Versehen etwas auf einen Fixie fallen lassen oder auf ihn treten oder ihm einen Fußtritt verpassen. Wenn ihr also nicht rechtzeitig aus dem Weg geht, Was ich also sage, Fixies, ist, seid vorsichtig da draußen und passt auf euch auf. Handelt klug und bleibt in Sicherheit, Kameraden. Ich verstehe das einfach nicht. Er war genau hier. Armer Nolik. Ich frag mich, wo er ist. Guck mal hier, Fußabdrücke. Nolik, du lebst. Aha, ja. Ich war so in Sorge. Wie bist
du da bloß rausgekommen? Du hast mir doch erklärt, wie ein Kühlschrank funktioniert. Ich bin an diesem kalten Rohr entlang gekrabbelt, bis es heiß wurde. Und dann war ich hier. Hey, da kommt ja Rauch aus dir raus. Wir müssen dich sofort abkühlen. Hä? Wo? Ich will nicht in den Kühlschrank. Halt, ich mach doch nur Spaß. Es ist ganz hart gefroren. Daran könnte ich mir die Zähne ausbrechen. Du willst das doch nicht nochmal kauen. Nie und nimmer. Schon gar nicht, nachdem Nolik drauf gesessen hat. Du hättest es nicht hintun sollen, wo es nicht hingehört. Hey, es tut mir ja leid. Ich schmeiß es schon weg. Wie wäre es denn mit dem Mülleimer?